Willkommen zurück bei Finanzfitness. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mal wieder mit einem Depot-Update Ende Mai, Anfang Juni, jetzt bald. Und ich möchte euch natürlich mal zeigen, wie sieht es denn jetzt hier bei mir im Depot aus. Ich habe jetzt ja einige Aktien nachgekauft, habe ich ja schon ein Video zu gemacht, aber noch eine Aktie habe ich zusätzlich nochmal oben drauf gelegt. Und es gibt auch ein Unternehmen neben dem Depot-Update, was ich hier machen werde, wo ich glaube, das ist jetzt relativ günstig bzw. fair bewertet, wo man eventuell mal nachschauen könnte. Und da werden wir auch in den Aktienfinder reingehen und uns das mal im Detail anschauen. Und ich werde auch zu meinen neuen Unternehmen, die ich gekauft habe, zumindest zu einem, nochmal kurz etwas sagen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal direkt in den Screencast rein. Ihr seht jetzt hier, das Depot steht momentan bei 56.692,75 Euro und das ist das ganze YouTube-Portfolio. Wir haben hier eine Performance von nur 6,15% seit Kauf. Das heißt, es sind Kursgewinne von 3.282,40 Euro. Und das Depot ist ja quasi zweigeteilt. Wir haben hier einen Teil Einzelaktien und einen Teil ETFs. Und die ETFs sind dann deutlich besser gelaufen. Da gehen wir jetzt mal in das ETF-YouTube-Portfolio rein. Und der Teil ist 28.902,95 Euro. Da haben wir eine Performance von 29,72%. Kursgewinne 6.621. Und ihr seht ja mit hier unten auch, dass ich damit sogar den MSCI World, den S&P 500 geschlagen habe, sogar deutlich geschlagen habe, fast die doppelte Performance des MSCI Worlds. Das ist aber, weil ich in Phasen, wo es nach unten ging, ordentlich nochmal investiert habe und stark reingeworfen habe zu der Zeit, weil ich ordentlich Cash hatte. Jetzt haben wir hier natürlich das Trade Republic Portfolio, das ist dann der andere Teil und da seht ihr, da stehen wir bei 27.954. Das heißt, wir sind in etwa bei 50-50, aber das Portfolio hat natürlich 10,71% nur, Prozent hier im Minus. Und woran liegt das? Das liegt daran, wenn wir uns die Performance hier anschauen, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt hier ordentlich nachgekauft hatte und dann ging es natürlich hier runter. Das heißt, ich habe hier nochmal ordentlich Cash auch reingeworfen. Das lag auch daran, dass ich aus Kryptowährungen so ein bisschen umgeswitcht bin und habe viel in Aktien investiert und da kommt natürlich noch ein bisschen Performance. Sehen wir hier dieses ganze Portfolio im Vergleich, seht ihr die schwarze Linie, das ist mein Portfolio, was ich hier öffentlich habe. Ich habe ja noch ein privates Portfolio und da seht ihr jetzt hier, dass ich in etwa, steht jetzt hier, im Vergleich zum MSCI World und S&P 500, also natürlich deutlich unterperformt habe. Aber da sind auch Aktien dabei, die meiner Meinung nach noch kommen werden. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das heißt, wir gehen jetzt mal runter und schauen uns mal an, wie das Portfolio hier aussieht. Wir haben hier den größten Teil MSCI World thesaurierend. Wir haben mit 35%, wir haben den MSCI Emerging Markets von iShares mit 15,7%. Und als nächstes, also 15,7% Performance, aber der Anteil im Portfolio liegt beim MSCI World mit 37% und beim Emerging Markets mit 13% vom ganzen Portfolio. Als nächstes haben wir Monster Beverage, ein Unternehmen, was super, super gut gewachsen ist, teilweise das beste Unternehmen im S&P 500 gewesen. Und für mich auch weiterhin noch ein Unternehmen, was wirklich Zukunftspotenzial hat. Wenn wir nach Peter Lynch gehen, sagt er ja, man soll mal immer mal schauen, was die Leute so kaufen, was die Leute gerne trinken und weltweit vielleicht das Ganze beobachten oder auch im eigenen Land beobachten. Und wenn ich hier sehe, beispielsweise, ich bin ja zum jetzigen Zeitpunkt in Portugal für einen Monat und auch wenn ich in Deutschland sehe, was die Jugendlichen kaufen, ich sehe ja immer wieder den Brand Monster. Ich sehe, dass Menschen T-Shirts tragen, wo dieses Monsterzeichen drauf ist. Ich sehe, dass Monster starke Brandings macht und unterschiedliche zum Beispiel Sportarten supportet, wie Sportarten, das heißt BMXing, X Games und so weiter oder auch UFC, Formel 1 und das ist für mich genau der richtige Weg und wir haben hier eine gute Performance bis jetzt. Eigentlich 8% macht Monster Beverage von meinem Portfolio aus und wir haben eine Performance von knapp 12%. Das kam jetzt in letzter Zeit erst und wir sind hier mit 4.510 Euro in diesem Portfolio drin mit Monster Beverage und das ist ein Unternehmen, was jetzt Schwierigkeiten hatte mit den Preisen. Das heißt, man hat Schwierigkeiten gehabt, Aluminiumdosen zu bekommen. Man hat dann versucht, die aus den USA zu bekommen, also dass die Frachtkosten nicht hier so hoch sind, weil das geliefert werden muss und so weiter. Aber man hat Schwierigkeiten mit den Preisen, hohe Inflation. Man muss die jetzt weitergeben an den Konsument und am 1. September werden hier die Preise erhöht. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Andere Unternehmen haben das teilweise schon gemacht.
Und Monster Beverage ist jetzt dran. Da bin ich dann wirklich gespannt, ob dann sich das irgendwann widerspiegelt, ob man dann natürlich Umsatzsteigerungen hat und auch die Gewinne wieder ganz gut aussehen, weil hier die Marge natürlich ordentlich auch gelitten ist oder gelitten hat. Ja. Wir haben hier Meta Platforms. Das ist das nächste. 6% macht das des Portfolios aus. Minus 15%. Ich bin ja schon länger investiert. Viele sind hier negativ gestellt, weil wir User-Rückgänge haben bei Facebook. Aber für Meta bin ich weiterhin positiv, was den Cashflow auch angeht. Und viele sehen das nicht so. Monish Pabrai beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ihr Monish Pabrai kennt. Er hat damals ein Essen mit Warren Buffett ersteigert. Und Monish Pabrai, ich zeige ihn euch jetzt mal. Hier seht ihr ihn mit Charlie Munger. Monish Pabrai sagt, Meta Platforms is an easy double. Das heißt, er möchte damit sagen, dass ein einfacher Verdoppler Meta Platforms ist, wenn wir jetzt dort einsteigen. Wir haben hier ein KGV von etwa 14 und Meta Platforms ist wirklich eine Cash-Maschine, was Facebook und was Instagram angeht, weil hier weiterhin Werbung geschaltet wird von Unternehmen und ich glaube auch zukünftig weiterhin daran, dass hier Werbung geschaltet wird, die funktioniert und dass dadurch weiterhin Cash reinkommt, auch wenn die User eventuell zurückgehen. Aber wo wollen denn Unternehmen sonst Werbung machen? Menschen wollen sich weiterhin unterhalten, wollen weiterhin kommunizieren und es funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut über Meta, beziehungsweise über Facebook und über Instagram. Natürlich gibt es hier auch Konkurrenz, ist ganz klar. TikTok ist eine starke Konkurrenz. Man hat hier auch Schwierigkeiten gehabt durch die Reels. Warum? Weil man hier nicht so leicht eben Werbung platzieren kann und so weiter. Aber er sagt, it's an easy double. Das heißt, in den kommenden paar Jahren könnte das hier ein Verdoppler werden. Es ist sehr, sehr günstig. Das sagt er. Das muss natürlich nicht der Fall sein. Auch alles, was ich hier sage, ist keine Anlageberatung, nur meine eigene Meinung. Das solltet ihr natürlich dran denken. Ja, wir haben hier Amazon, die jetzt bei mir im Depot mit minus 17% sind. Das war schon mal deutlich höher, ein Anteil von 4%. Da wurde ordentlich abverkauft, aber wir haben hier trotzdem mit der Cloud ein sehr, sehr gutes Zukunftspotenzial, auch E-Commerce, gutes Zukunftspotenzial. Das heißt, ich bleibe hier weiterhin mit Amazon investiert. Die werden weiterhin wachsen. Jetzt sind sie günstiger. Bald kommt der Aktiensplit. Ich denke, irgendwann wird das wieder nach oben gehen, wenn die Zeiten so sind, dass die Zinsen noch weiter steigen. Dann will man wieder Assetklassen oder Aktien haben, die etwas mehr wachsen. Obwohl das Wachstum hier natürlich auch etwas runtergeht, ist ganz klar. Jetzt haben wir hier Berkshire Hathaway B. Da habe ich ja vor kurzem nachgekauft. 5% im Plus, auch ordentlich im Plus, also ordentlich im Plus, bisschen übertrieben, aber auch im Plus, seitdem ich gekauft habe, wieder mal nachgelegt habe mit jetzt 2000 Euro in diesem Depot und da werde ich immer mal wieder im DCA, Dollar Cost Averaging, aufstocken. Ebenfalls hier S&P Global haben wir jetzt mit 1700 Euro knapp in diesem Depot minus 8%. Da könnte es nochmal weiterhin runtergehen. Der Fair Value ist für mich etwas tiefer, aber eine starke Wachstumsstory, die hier kam und auch weiterhin kommen wird, meiner Meinung nach, S&P Global. Wir haben hier den Global Player, den größten Player mit etwa 40% Marktanteil, was Kreditratings angeht, Marktfinanzdaten und auch Rohstoffdaten. Da möchte man jetzt wirklich stärker werden. IHS Markit hat man übernommen oder wird man hier eben sehr, sehr gut weiterhin in Richtung Bloomberg marschieren. Und IHS Markit hilft da natürlich bei, aber das Unternehmen, das kann auch nochmal weiter runtergehen. Das ist auch so ein Unternehmen, wo ich nicht sicher bin, ob das jetzt noch weiter steigen wird oder erstmal fallen wird. Muss man halt eben sehen. Auch Finanzsektor, wir haben noch andere Bereiche, die dazu zählen. Deshalb, da sollte man auch schauen, dass man nicht zu viel Finanzen im Depot hat beispielsweise. Aber hier bin ich jetzt investiert. Ein super Unternehmen mit einem ganz, ganz starken Burggraben meiner Meinung nach. Weil man kann nur zu S&P Global oder Moody's oder Fitch gehen. Also man kann auch zu anderen gehen, aber für die großen Unternehmen sind die drei, machen 90% des Marktes aus. Und das ist für mich hier mit dem Marktführer ein ganz klares Standing. Deswegen bin ich dabei, kleine Dividende gibt es auch noch. Als nächstes haben wir Volkswagen, stark im Minus durch den Ukraine-Krieg, Fabriken wurden geschlossen und so weiter. Muss ich natürlich sagen, haben wir jetzt hier ein KGV von 4, ja, und
Da werde ich weiterhin ebenfalls dabei bleiben. Eine Dividende von über 5% haben wir jetzt hier. Wir stehen jetzt hier im Minus. Da werde ich die Dividende jetzt bald noch reinvestieren, die für mich hier bei dem Wert mit 75 Euro reinkam. Ebenfalls ein Unternehmen, was noch unterbewertet ist, meiner Meinung nach, ist Unilever. Bin ich bei minus knapp 12%, machen 3% des Portfolios aus oder 2,5% des Portfolios aus. Da werde ich weiterhin nachlegen, um die Dividende zu bekommen. Man muss jetzt hier natürlich eine Sache noch zu sagen. Bei Nestle gab es auch so eine Situation, da musste restrukturiert werden. Man ist hier stark mit Unilever im Emerging Markets Bereich, hat man einen starken Stand und das wird zukünftig auch ordentlich laufen. Allerdings muss das Management hier wirklich Restrukturierung machen und ich glaube, neues Management könnte hier nicht schlecht sein. Überzeugt mich nicht so, wenn ich ehrlich bin, aber das ist ein Unternehmen, was man eigentlich für immer liegen lassen kann und es wird auch lange liegen bleiben bei mir. Als nächstes haben wir Bank of America bei minus 7,8%. Ich habe jetzt hier nochmal einige Aktien nachgelegt. Die Dividende kommt jetzt hier bald, wird ebenfalls zum Teil natürlich dann reinvestiert irgendwann, aber ein stabiles Unternehmen für mich ist ebenfalls im Depot von Warren Buffett. AbbVie, für mich ein super verlässlicher Dividendenzahler, seit 8 Jahren stetig Dividende erhöht, ist hier gut gelaufen wegen dem Medikament Humira, was ja viele dann moniert haben hier bei dem Unternehmen, weil bald das Patent ausläuft. Und deswegen haben einige nicht gekauft, das war relativ günstig hier und dann bin ich eingestiegen. Ja, und jetzt sind wir bei 55%, ich habe gar nicht so viel investiert und das sieht für mich ganz gut aus. Apple, ganz klar, läuft immer weiter, auch ein starker Brand. Da brauche ich jetzt nicht sonderlich viel zu sagen. Dann haben wir Store Capital, die Buffett ja vor kurzem verkauft hat. Also ein Triple Net Lease REIT. Das ist ein sehr kleines Unternehmen. Aber hier habe ich natürlich auch eine Dividende, die sehr schmackhaft ist. Und einen sehr, sehr guten Stand hat dieses Unternehmen im Mittelstand. Man vermietet ein Unternehmen, versucht die Gebäude oder bestimmte Gebäude an Unternehmen zu vermieten und mit denen zusammen sogar vielleicht sogar Gebäude für die Unternehmen zu bauen und mit diesen mittelständischen Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, man hat hier eine sehr, sehr gute Marktlücke. Da bin ich langfristig dabei. Münchner Rückversicherung, für mich auch relativ günstig bewertet zur jetzigen Zeit. Immer mal während Krisenzeiten, wo die Gewinne vielleicht runtergehen, wenn es Naturkatastrophen gibt, mit einer Rückversicherung muss ja immer ordentlich bezahlt werden. Dann werden auch Aktien zurückgekauft. Und wir haben ja natürlich noch Versicherungen, die Ergo ebenfalls mit dabei. Das heißt, das ist ein Unternehmen, was auch langfristig liegt. Matthias Schmidt von Finanzgeschichten, der sagt immer, das ist auch so ein Unternehmen, links unten, rechts oben Unternehmen, was langfristig nach oben geht. Dann haben wir AT&T, da gab es jetzt den Spin-off Warner Bros. Deswegen steht hier 15% im Minus. Eigentlich dürfte das hier nicht stehen, weil ich bin hier nicht so stark im Minus. Ich bin im Endeffekt sogar im Plus. Ich habe versucht, das hier ein Parkett zu ändern, aber das hat nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht so genau, wie das geht. Da muss ich nochmal nachschauen. Aber eigentlich müsste ich hier sogar im Plus sein, weil den Spin-off habe ich nämlich verkauft. Und da ist hier eigentlich nichts ins Minus gerutscht. Das müsste anders sein, aber naja, macht keinen großen Unterschied, was den Wert, den ich jetzt hier drin habe, angeht. Als nächstes habe ich Costco Wholesale, die sind jetzt hier momentan mit 11% im Plus. Da bin ich wirklich am letztlichen Tiefpunkt eingestiegen. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, das ich gekauft habe und da gehen wir jetzt hier auch mal ganz kurz rein und da seht ihr jetzt hier, da kamen kürzlich die Zahlen, Third Quarter, also Earnings per Share haben wir hier 3,05. Und das ist vom letzten Quartal 2,75 mehr, also letzten Quartal year over year in 2021. Dann haben wir Revenue 52,6 Milliarden US-Dollar, 16% im Vergleich zum letzten Jahr. Net Income 1,35 Milliarden, 11% zum letzten Quartal. Die Profitmarge haben wir 2,6% im letzten Quartal. Im letzten Jahr, gleiches Quartal, waren das 2,7%. Ja, und jetzt sehen wir hier, Revenue war in line mit den Erwartungen der Analysten und die Earnings per Share waren 2% drüber, was die Analysten hier angegeben haben. Für mich ein super starkes Unternehmen, was einen krassen Burggraben hat, weil man hier
jährlich immer wieder Mitgliedsbeiträge hat, die reinkommen, die kann man reinvestieren oder ausschütten an eben die Aktionäre. Man hat hier eine super Unternehmenskultur und das, wenn man sich das anschaut, Charlie Munger sagt es auch immer wieder, er hat ja jetzt gesagt, er würde auf keinen Fall Costco verkaufen, aber er würde auch nicht kaufen, weil es für ihn nicht zulässig ist, weil er immer deutlich unter Wert kaufen möchte. Costco ist so ein Brand mit einer super Unternehmenskultur, wo man sagt, das sind Leute, die da auch mal dann an der Spitze sind, die schon ewig in diesem Unternehmen arbeiten, die auch verstehen, dass die Marge so gehalten werden muss, weil die Marge ist deutlich niedriger als beispielsweise bei Walmart und somit kann man unheimlich günstige Preise anbieten. Jetzt haben wir hier Unternehmen, wie gesagt, Realty Income ist für mich auch so ein Anker, da wird immer mal wieder aufgestockt. Wir haben jetzt hier Unternehmen Alibaba, da sieht es nicht so gut aus, 49%, die bleiben aber weiterhin liegen. Die sind jetzt schon so tief, Coinbase ebenfalls, ist jetzt kürzlich nochmal angestiegen. Ich bin gespannt, wie das in ein paar Jahren aussieht. Wo ich sehr interessiert bin weiterhin ist bei Palantir, wie es da weitergeht. Da werde ich immer noch mal so ein bisschen aufstocken, höchstwahrscheinlich bei Palantir. Ich habe mir jetzt noch mal eine Rede oder ein Gespräch mit dem CEO angeschaut, der wirklich sehr überzeugt ist von seinem Unternehmen. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Tattoo Chef ist nicht gut gelaufen, aber das ist ein Unternehmen, was noch wächst. Ich habe da, muss ich ehrlich sagen, vielleicht ein bisschen zu viel investiert. Und das ist so eine gewisse Spielerei gewesen, super interessantes Unternehmen, Tiefkühlkost im veganen Bereich. Man hat hier noch mexikanisches Essen jetzt mit hinzugenommen. Ich bin hier gespannt, der CEO ist hier schon lange im Geschäft, was Essen angeht und da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. So positiv gestimmt, was dieses Unternehmen angeht, bin ich nicht mehr ganz, aber so ist es eben. Netflix ebenfalls. Hatte ich eine Aktie im Depot, die ist ordentlich abgefallen, war auch zu hoch bewertet, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die Wachstumsstory geht hier weiter. Wir können nochmal ganz kurz bei den Dividenden reinschauen. Und das sind die Dividenden, die jetzt hier reingekommen sind mit 155,77 €. Sind jetzt hier Volkswagen, RB Realty Income, Apple Münchner Rückversicherung und AT&T im Mai. Und bald kommt natürlich auch der Juni. Jetzt haben wir hier Realty Income Store Capital. Und da können wir jetzt hier mal die angekündigte Dividende sehen, die jetzt hier im Juni reinkommt. Und da werden wir in etwa so 4, schauen wir mal, wir haben jetzt hier 4, 2,5, das sind 6,50 €, haben wir knapp 20 €, knapp 30 € werden wir hier an Dividende im Juni noch reinbekommen. So, und somit haben wir auch ein bisschen Dividende dabei. Wie werde ich jetzt hier zukünftig weiter vorgehen? Ich werde höchstwahrscheinlich weiterhin auch einige Dividendenaktien mit reinnehmen, weil es für mich eigentlich einfach unheimlich motivierend ist und ich das wirklich toll finde, auch die Dividenden zu reinvestieren. Man weiß ja, 75% der Performance des S&P 500, also Total Returns, 75% kamen aus den Dividenden. Aber jetzt habt ihr euch das Portfolio angesehen. Meine letzten Aktivitäten, da habe ich ja schon ein Video zu gemacht, da seht ihr hier jetzt nochmal die letzten Aktivitäten im Mai. Das heißt, ich habe hier 2020 bis jetzt 9.240 € investiert. Das ist schon ordentlich, deswegen ist es auch noch nicht so stark gestiegen, muss ich klar sagen. Aber ich habe auch 1.775 verkauft, da waren ETFs dabei, die ich dann in Aktien stecken wollte. Sonst wäre die Performance hier eventuell auch noch, würde ein bisschen anders aussehen. Da hätte mein S&P 500 ETF jetzt hier noch dabei. Den habe ich aber reinvestiert, zum Teil auch in Meta Platforms. Dividenden seht ihr hier, die jetzt hier reingekommen sind bis jetzt in diesem Jahr. Okay, und ihr habt jetzt die Käufe, Dividenden, die hier unten stehen. Und jetzt wollen wir natürlich aber auch nochmal zu einem Unternehmen gehen, wo ich der Meinung bin, dass das zum jetzigen Zeitpunkt relativ fair oder unterbewertet ist. Interessant, dass man kaufen könnte. Ich besitze ebenfalls Produkte dieses Unternehmens. Aber wenn euch diese Videos hier gefallen, dann lasst doch vielleicht mal für mich ein Like da, um mich zu supporten. Dann würde ich mich wirklich drüber freuen, dann unterstützt ihr meinen Kanal, sodass ich weiterhin Videos machen kann. Und jetzt gehen wir aber nochmal in den Aktienfinder rein. Und da haben wir ein Unternehmen, BlackRock, meiner Meinung nach, die interessant, wirklich interessant sind. Wir haben hier 95 Milliarden Marktkapitalisierung, zahlen eine Dividende von 16,14 €, 2,59%. Und seit 12 Jahren wurde die Dividende gesteigert. Und seit 18 Jahren nicht gesenkt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine sehr, wie ihr sehen könnt, eine sehr gute Stabilität in Dividende und Gewinn, ebenfalls im Cashflow und auch ebenfalls was den Umsatz angeht. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Wir haben hier im
Fernwert bereinigter Gewinn und Fernwert normaler Gewinn ähnlich, eine Unterbewertung von 6%, Umsatz ebenfalls, Dividende auch leicht, was den Cashflow angeht, nicht. Wir haben hier Schuldenquote 6,1%, ist ein bisschen höher als vor einigen Jahren, aber nicht tragisch. Mit 5,2 Jahren Tilgung möglich. Ja, und jetzt sehen wir hier auf 15 Jahre 355% Performance. Und jetzt gehen wir nochmal hier rein. Wir sehen die Dividende stetig erhöht seit 12 Jahren. Jetzt gehen wir mal in den Fernwert rein von BlackRock. Und da seht ihr, hier wurde ordentlich abverkauft. Wir waren hier Tops $971. Und jetzt ging es hier schon wieder leicht nach oben. Wir sind jetzt hier in etwa bei etwas über $650. Und wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, gehen wir mal auf den kompletten Zeitraum und schauen uns das hier mal an. Dann haben wir hier ein bereinigtes KGV von 18,3 und also über den kompletten Zeitraum, die Historie 18,3 im Schnitt und jetzt ein bereinigtes KGV von 16,3, Dividende von 2,6. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Bewertung, wie viel wir hier erwarten könnten bis Ende 2024, natürlich kann man das immer so ein bisschen konservativer auch sehen, aber hätten wir eine Performance von 14,6%. Und das ist für mich jetzt ein interessanter Einstiegszeitpunkt bei diesem Unternehmen. Wir liegen hier unter Fair Value. Den Fair Value seht ihr hier im gestrichelten Bereich. Das, wie gesagt, für mich eine interessante Sache. Wir können jetzt hier nochmal eine Hilfskurve reinziehen und sagen, naja, wenn es vielleicht doch etwas weniger ist und nicht ganz so positiv und gehen hier ein bisschen weiter runter und sagen, dann wird die Aktie bei 809 in etwa stehen, dann sind wir immer noch bei einer zweistelligen Rendite mit Dividende und das sieht für mich ganz stark aus hier. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was im Anlageverwaltungsrisikomanagement-Bereich, also Investmentfonds und so weiter, Bereich tätig ist. Wenn wir uns die Segmente ansehen, sehen wir hier, das größte Segment ist Investment Advisory und das macht in etwa, müssen wir hier mal schauen, runter, fast 80% aus von den Umsätzen und relativ einfach zu verstehen. Ich habe ETFs von iShares, gehört ebenfalls zu BlackRock, relativ simpel. Gehen wir jetzt nochmal hier oben rein, haben wir hier die Future Cashflows bei Simply Wall Street mit 34% unterbewertet im Vergleich zum Fair Value. Das Unternehmen soll 8,5% pro Jahr jetzt weiterhin wachsen. In den letzten 5 Jahren im Schnitt waren es 7% und die Dividende ist zuverlässig. Habe ich ja eben schon etwas auch zugesagt. Ich habe ja Bank of America im Depot. Ich muss dann auch wirklich schauen, dass ich nicht zu viel Finanzen im Depot habe. Bank of America ist natürlich deutlich größer, dreimal so groß wie BlackRock jetzt in dem Fall. Und da, wenn wir den fairen Wert uns da anschauen, da sieht es auch so aus, dass das Unternehmen auf die letzten 15 Jahre hier relativ günstig bewertet ist. Mit 10,7, aber wir haben ja auch an, also 10,7 bereinigter Gewinn, KGV, also 10,7 im Vergleich zu 14,2, was diesen Zeitraum jetzt hier beispielsweise angeht, auf 15 Jahre. Aber wir haben hier JP Morgan Chase, die noch günstiger bewertet sind, wenn ihr mich fragt. Auch ein starkes, interessantes Unternehmen, Bank of America, hier am Depot bei Warren Buffett. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sagt mir doch gerne mal, wie eure Meinung zu BlackRock ist oder auch vielleicht zu dem Unternehmen Bank of America, was ich im Depot habe. Würdet ihr lieber JP Morgan Chase kaufen? Finde ich ebenfalls interessant. Bei Banken ist das ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Das ist nicht relativ schwer zu verstehen, was Banken machen. Aber manche Banken sind zinslastiger und verdienen mehr, wenn die Zinsen nach oben gehen. Beispielsweise Bank of America verdient dann etwas mehr. Unternehmen, die jetzt mehr mit Investmentfonds machen. Da ist das höchstwahrscheinlich nicht so der Fall, aber die haben vielleicht durch die Kosten, die im Monat reinkommen, einen stetigen Cashflow, wenn sie Investmentfonds haben. Ich bin ja niemand, der Investmentfonds kauft, aber ETFs beispielsweise, natürlich von iShares habe ich drin. Also BlackRock wäre ja ein Unternehmen, was wirklich für mich interessant ist. Sagt mir gerne eure Meinung, lasst ein Like da, wenn ihr mich supporten wollt, schreibt Fragen in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr Fragen reinschreibt und vielleicht könnt ihr auch mal Tipps geben, welche zukünftigen Videos ich vielleicht machen kann. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann helft mir doch mal, die 4000 Abonnenten jetzt noch voll zu machen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Beste Grüße aus Portugal und bis zum nächsten Mal.